Ich habe ja schon mal eine Steinzeitaxt gebaut, komplett ohne Werkzeug. Also so richtig mit selbstgeflochtener Schnur aus Brennnesseln und so. Und die hat dann auch ein bisschen funktioniert. Jetzt begeben wir uns mal ungefähr Pi mal Daumen 4000 Jahre weiter in der menschlichen Geschichte und landen damit im Mittelalter. Da war nämlich Hellebarden der heißeste Scheiß. Die Dinger gingen quasi weg wie warme Semmeln. Und jeder wollte sowas haben, also glaube ich. Eine Hellebarde ist eine Mischung aus Hieb- und Stichwaffe. Also das ultimative Multifunktionstool, das wir jetzt bauen. Jetzt nicht eins zu eins mit den gleichen Werkzeugen wie im Mittelalter. Ich glaube, dass sie keinen Plasmaschneider hatten, aber es wird geil. Als Vorbild haben wir uns diese Hellebarde genommen, weil die einfach absolut böse aussieht und wie etwas wirkt, das jeder gut sortierte Haushalt einfach haben sollte. Und natürlich, weil der Charakter, der sie hält, ziemlich sympathisch aussieht. Der und damit auch die Hellebarde ist übrigens aus dem Mobile Game Cookie Run Kingdom, von dem dieses Video auch unterstützt wird. Dazu später mehr, jetzt wird erstmal gebaut. Zuerst hat Pascal damit angefangen, die Hellebarde anhand des Bildes als CAD-Modell nachzukonstruieren. Das Modell werden wir später nämlich aus Holz mit der CNC fräsen und als Schablone zum Stahlschneiden benutzen. Pascal hat mir gerade das CAD-Modell von unserer Hellebarde geschickt. Jetzt nehme ich das, programmiere da den Toolpath für unsere CNC und dann geht's auch schon ab in die Werkstatt. Als Material für unsere Schablone haben wir jetzt einfach so eine riesen Platte. Die schneide ich jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen zurecht, dass sie bei uns auf die CNC passt. Schneiden wir das ganze Ding einfach noch einmal quer durch. Und dann drauf da. Das schaut doch gut aus. Entgegen meiner Befürchtung. Wow. Jetzt geht es richtig schön raus. Sehr geil. Ja, schaut schon ziemlich vielversprechend aus, finde ich. Dann gebe ich die Dinger jetzt mal Thomas und der soll mal schauen, was er da mit dem Plasmaschneider so anrichten kann. So, jetzt wird's mega geil. Wir Plasma schweißen jetzt die Hellebarde oder die Klinge da halt einfach hier aus diesem Stahl raus. Das wird auch immer sehr wild. Okay, also ich glaube, ich sollte mir ein paar Schutzklamotten anziehen. Einmal. Zweimal. Ich fühle mich immer so ein bisschen wie I Did a Thing, wenn ich das Teil trage. Und das ist jetzt die Hauptschablone aus der CNC. Sieht, finde ich, mega cool aus. Wir müssen die noch ein bisschen absägen. Also es war viel günstiger, so einen Stahl zu kaufen, der hier so nur 20 cm dünn ist, dick ist. Drum werde ich das hier einfach mal absägen kurz. Wir fangen an mit dem. Teile werden dann später wieder zusammengeschweißt. Eigentlich sollte ich mal ein bisschen was üben erstmal, ne? Alter, ist Manus Kopf groß. Viel Gehirn braucht halt viel Platz bei Manu, ne? Top. Okay, ja gut, let's go. Also ich teste das einfach mal aus. Was mache ich falsch? Ich probiere nochmal. Vorsicht. Boah, das riecht echt hart. Ich muss einfach ein bisschen länger Zeit lassen mir. Vorsicht. Der sprüht halt auch hart los, ne? Wir haben jetzt noch ein paar Einstellungen geändert und jetzt soll es aber funktionieren. Gut, da ist jetzt die Sicherung, glaube ich, rausgeflogen. Aber es hat funktioniert. Und hier am Anfang sah das ja wirklich noch abenteuerlich aus, aber zum Ende hin wurde der Schnitt richtig gut und dann sind die Klingen auch schon mal in der Grundform erstmal fertig. Für den Griff haben wir ein Stück Rohr rausgesucht, das Manu auf die richtige Länge zusägt, ein bisschen entgratet, dann die Enden aufschneidet, ein bisschen mit dem Hammer drauf rumballert und sie dann mit einem Schraubenzieher wieder aufbiegt. Hier kommt dann später die Klinge und das Endstück rein. Der Griff ist also jetzt auch schon fertig und damit geht's direkt zum Schweißen und wer schon mal eine Schweißnaht von mir gesehen hat, der kann sich denken, wieso das Schweißen lieber mal Manu übernimmt. Das Design von der Hellebarde kommt ja wie gesagt nicht von ungefähr, sondern ist aus Cookie Run Kingdom, von dem auch dieses Video unterstützt wird. Cookie Run Kingdom ist ein Mobile RPG und City Building Kampfsimulator, den man auf iOS und Android zocken kann. Das Spiel ist in den USA und in Asien schon ein Mega-Hit und kommt jetzt auch nach Deutschland, sogar mit deutscher Synchro. Ihr könnt eure Charaktere aufleveln, euer Kingdom weiter ausbauen und in der Story voranschreiten. Es gibt super viele einzigartige Charaktere wie den T-Night Cookie, von dem auch unsere Hellebarde inspiriert ist. Und es gibt auch saisonale Events und ein Gildensystem. Auch ohne hartes Grinden kommt ihr im Spiel gut voran und Werbung schaut ihr nur, wenn ihr das wollt und bekommt dann eine Belohnung dafür im Spiel. Um die kreative Community von Cookie Run Kingdom zu feiern, bauen und basteln verschiedene Creator aktuell in dem Contest Charaktere und Waffen aus dem Spiel nach und ihr könnt in der Beschreibung abstimmen, was euch am besten gefällt. Der Creator mit den meisten Stimmen darf dann
dann eine Charity auswählen und Cookie Run Kingdom spendet 10.000 Euro dahin. Ich würde natürlich Wilderness International auswählen, die Organisation, die uns nach Peru in den Dschungel eingeladen hat und da den Regenwald vor dem Abroden schützen. Also würde es mich natürlich freuen, wenn ihr für unsere Hellebarde stimmt. Über den Link in der Beschreibung könnt ihr jetzt abstimmen und einen Link zum kostenlosen Spiel Cookie Run Kingdom gibt's da auch. Dann schauen wir uns mal an, was der Thomas da so fabriziert hat. Jetzt ist überall noch diese Schlacke dran vom Plasmaschneiden. Die machen wir jetzt auch noch schnell weg. Dafür nehme ich mir jetzt einfach eine Zange und knibbel da so rum. Jetzt dieses Monstrum. Und für alle, die jetzt sagen, der kann da doch kein Schraubenzieher nehmen. Doch, der hat extra einen Durchschlag. Der ist extra dafür gedacht, dass man da meißelt. Einmal hier, einmal da. Dann punkten wir das Ding mal an. Ist auf jeden Fall gerade. Da würde ich sagen, schmeißen wir das Ding mal fest. So richtig fest. Als nächstes schnappen wir uns mal den Griff. Der wird hier so dran kommen. Den punkte ich jetzt auch erstmal fest und dann biegen wir den so hin, dass der gerade ist. Also ich finde, das schaut schon ziemlich gerade aus. Punkten wir nochmal die andere Seite fest und dann wird da doch schon langsam eine helle Bade draus. Jo. Das Teil wird richtig mächtig. Junge, das Teil wird so brachial, Alter. Pass auf. Also die Hälfte davon geht ja noch weg. Alter, das wird richtig gefährlich. Jetzt fehlt nur noch das Ende von der Hellebarde. Das werde ich jetzt einfach mit einer Hand anpunkten und mit der anderen festhalten. Fragt mich später, ob das eine schlaue Idee war. Ja, ging. Nachdem Manu den Braten ordentlich verschweißt hat, hat er sich die mühselige Arbeit gemacht und über alle Schweißnähte nochmal drüber geschliffen, damit man hinterher keine Schweißnaht mehr sieht. Das hat einfach ewig gedauert, aber das Ding soll ja aussehen, als wäre es aus einem Stück, also bleibt nichts anderes über als noch mehr Schleifen. Also nach stundenlangem Schleifen schaut das Teil so aus. Gefühlt 2 Stunden geschliffen. 2 Stunden. Das ist so aussichtslos, dass ich noch eine blöde Idee hatte. Und zwar, ich schnapp mir jetzt nochmal den Plasmaschneider und versuche damit eine Phase anzuschneiden. Also ich glaube, alles ist besser, als da jetzt noch 5 Stunden rumzuschleifen. Das funktioniert ja sogar halbwegs. Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Aber gut, mir soll es recht sein, dann machen wir weiter damit. Jetzt, wo endlich alles fertig geschliffen ist, geht's ans Finish. Dafür wird das Teil poliert. Wir haben beim Schleifen übrigens extra nicht alle Unebenheiten weggeschliffen, damit es einfach ein bisschen mittelalterlicher und archaischer aussieht.
fertig poliert, kommt dann noch ein bisschen Öl drauf, dass die Hellebarde nicht rostet, weil Manu der Einzeller vergessen hat, das hat er mir übrigens so ins Skript geschrieben, weil Manu der Einzeller vergessen hat, dass wir damit Lebensmittel schneiden wollen, hat er einfach Maschinenöl genommen. Das Maschinenöl haben wir dann natürlich wieder runtergemacht. Fehlt nur noch die Kette. Die wird später bestimmt nochmal zum Sicherheitsrisiko, aber egal, sieht geil aus. Dann lass uns das direkt mal ausprobieren, das Teil. So, ihr wisst, was jetzt kommt. Frühstück. So, und so eine Wassermelone. Die muss natürlich auch geschnitten werden, ist klar. Ich würde die Kette vielleicht abnehmen dafür. Also ich glaube, das ist logistisch ein bisschen angenehmer. Die Idee ist, dass wir da zwei perfekte Hälften haben. Ich mache einfach. Boah! Alter, holy shit. Ich glaube, ich habe noch nie sowas Gewalttätiges in meinem ganzen Leben gemacht. Oh, das ist krass. Ich bin schon fast zufrieden mit dem Viertel. Ein letzter cleaner Hit wäre noch gut. Ich kann mir vorstellen, dass in gewissen Zeitepochen so eine Hellebarde schon sehr, sehr nützlich gewesen ist. Willst du auch mal? Alter, treffe ich das? Ja, du musst das richtig gut durchziehen, ne? War nicht so schlau. War aber voll gut. Also war auf jeden Fall die Hälfte. Ist geil, oder? Ich habe hier einmal Ameisenbeilage. Mittelalterlich. Er isst einfach mit. Ich glaube, so kriegst du es nicht rein, ne? Mit genug Power. Alter, das ist so mächtig. Brachiales Teil. Ja, eine Hellebarde lieber haben als brauchen, würde ich sagen. Den Link zum Spiel Cookie Run Kingdom, wo ihr diese Hellebarde auch hautnah erleben könnt, findet ihr in der Videobeschreibung und ich bin damit raus. Macht's gut.